Grüße euch zum Männermonatsorakel für Februar 2016. Kaum zu glauben, der erste Monat ist schon vorbei. Verflogen wie im Fluge. Sehr viele neue Ideen. Finde ich sehr gut. Okay. Und ich hoffe, ihr habt es soweit gut überstanden. Für die erste Legung habe ich hier einmal den Stein ausgewählt von Irland. Und bei der zweiten Legung eine Muschel aus dem 1-Euro-Markt, so Deko. Und für die dritte Legung ein ziemlich kantiger Rohstein, ungeschlüffelten Bergkristall. Okay, kann man auch vielleicht hinstellen wie so eine Pyramide. So ist vielleicht schicker. Okay, könnt ihr in euch gehen, könnt euch entscheiden, für welches ihr euch entscheiden würdet. Und fange ich mal mit der spirituellen Geldbewusstseinskarte von Thorsten Weiß an. Oh, auf dem Kopf. Ich ehre und wertschätze meine Kreativität und alle meine Ideen. Wie oft hast du dich dabei erwischt, dass du deine Ideen weggeschoben und gesagt hast, zu teuer, zu ineffizient, das braucht niemand. Warum sind manche Menschen extrem erfolgreich und andere nicht? Jeder wirklich erfolgreiche Mensch hat eine Vision und lässt daraus seine Ideen entstehen. Es gibt nicht vieles auf dieser Welt, was ganz neu erfunden werden müsste. An sich ist bereits alles gesagt. Und doch wird dein ganz persönlicher Ausdruck von etwas, was schon tausendmal gesagt worden ist, zu etwas Wahrhaftigem von dir. Und was geschieht? Die Menschen wollen es haben. Diejenigen, die ständig den Trends hinterherjagen und nichts aus einer echten Herzensbindung erwachsen lassen, werden niemals gehaltvolle Produkte erschaffen. Doch wenn echte Kreativität dazu kommt, wird ein Produkt oder eine Dienstleistung zu etwas besonders Wertvollem, das viele Menschen haben wollen. Als sie diesen Wert spüren, ehre dich also mit deiner Kreativität und präge deine Ideen mit deiner Wahrhaftigkeit zu etwas ganz Besonderem. Okay. Und die Krafttierkarte ist auch schon wieder auf dem Kopf. Na, was ist denn los? Die Möwe. Bedeutet finden. Eine Zeit des Suchens hat nun ein Ende. Es kommt die zündende Idee zu dir, die dir deinen weiteren Weg weist. Ich finde jetzt den nächsten Schritt auf meinem Weg oder den nächsten Baustein für meine Unternehmung. Okay, das hört sich sehr interessant an. Dann würde ich auch mit der ersten Legung schon beginnen.
Für alle die, die den Stein gewählt haben. Frick, die Seelenkraft. Also auch, man kann sie so ein bisschen mit den drei Nonnen identifizieren, die hier so, also die junge und mittleren, also das Kind, die Mutter und die ältere Dame, sogar drei Generationen, die hier auch den Lebensfaden spinnen. In erster Linie ist sie aber Odins Frau. Der Rot, die Kaiserin, hohe Priesterin oder auch mit den vier Kelchen zu identifizieren. Mythos. Frigg ist die oberste der Assassinen und die Gemahlin Odins. Dieser befragt sie des Öfteren um Rat, da sie um die Schicksale aller Menschen und Götter weiß. Dennoch spricht die Göttin keine Weissagungen über zukünftige Ereignisse aus, da Schweigsamkeit ihr oberstes Gebot ist. Allgemein, wenn Frigg auftaucht, geht es immer um die feinstofflichen und lunaren Welten der Seele. Ihr Thron ist karg und kalt. Da es ihr nicht um äußeren Glanz und Prunk geht, sondern um den inneren Reichtum des Herzens. Frigg verleiht das notwendige Gespür unseren Ahnungen, Fantasien und Träumen den nötigen Spielraum zu geben und unserer Intuition zu vertrauen. Inwieweit wir ihr Glauben schenken, liegt stets in unserem eigenen Ermessen. Als Person tritt mit dieser Karte möglicherweise ein Mensch in unser Leben, zu dem wir eine tiefe, alte Seelenverwandtschaft verspüren. Okay, das Berufliche. Gevion, die Abgrenzung. Na, das ist super. Na? So, besseren Bildschirm, größeren Bildschirm arbeitet sich doch gleich leichter. Mythos. Gevion ist eine der Assassinen, die ursprünglich wohl aus dem Geschlecht der Wannen stammt. Es gelingt ihr, mit Hilfe von vier Ochsen, verwandelten Riesensöhnen, König Gylfi ein gewaltiges Stück Land zu entwenden. Beruf. In unserem persönlichen Arbeitsbereich sind Klarheit, Struktur und Stabilität angezeigt. Wenn wir bereit sind, dafür auch einzutreten. Absicherung des bisher Erreichten ist ebenfalls ein Thema und sollte nicht zu leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Günstiger Zeitpunkt, um Verträge und Verhandlungen zum Abschluss zu bringen. Wobei sämtliche Klauseln gut geprüft werden sollten. Na, das hört sich doch ganz stabil an, oder? Super. Für die Liebe, oh, Freya, die Sinnlichkeit. Mythos. Freya ist nach Frigg in angesehenste unter den Göttinnen. Sie kommt aus dem Volk der Wannen, verfügt über magische Kräfte und gilt als Schutzpatronin aller freiheitsliebenden Frauen und Hexen. Ihr Bruder Freya, der Gott der Fruchtbarkeit. Beziehung.
In unseren intimen Partnerschaften geht es vorwiegend darum, sexuelles Begehren und sinnliche Lust als Ausdruck unserer Natur und damit einer alles durchdringenden Liebe zu begreifen, anzunehmen und auszuleben, wenn wir derzeit alleine sind und gelebte Sexualität in unerreichbarer Ferne scheint, fordert uns Freya auf, trotz möglicher Frustration nicht in lustfeindliche Resignation zu verfallen oder uns gar vor der Welt zu verschließen. Selbstliebe und aufrichtige Selbstannahme sind eine wesentliche Voraussetzung, wenn es darum geht, die eigene erotische Ausstrahlung zu erhöhen. Wahrhafte Schönheit kommt immer von innen. Doch letztendlich entscheidet nicht die Schönheit, wen wir lieben, sondern die Liebe entscheidet, wen wir als schön empfinden. The Map. Oh, in der Wüste, aber hier haben wir einen wunderschönen Himmel. Suche tief in dir nach Inspiration und Wahrheit. Jetzt ist die Zeit, um Spannkraft und Flexibilität zu beweisen. Eröffnen sich dir Lebensmöglichkeiten, die scheinbar doch zu nichts führen? Sind dir alle Ideen ausgegangen? Hast du das Gefühl, dich auf einen endlosen Marsch durch eine heiße, trockene und leblose Wüste zu befinden? Diese Karte soll dich daran erinnern, dass es schwierige Phasen und widrige Lebensumstände gibt, in denen dein Durchhaltevermögen gefordert ist. Du musst jetzt mit deinen Kräften haushalten, um nach unablässigem Bemühen schließlich die Oase zu erreichen, nach der du gesucht hast. Denke an die Tiere und Pflanzen, die unter den Bedingungen der Wüste zu leben verstehen. Sie haben sich angepasst und gedeihen inmitten einer vermeintlich lebensfeindlichen Umwelt. Auch in der Wüste gibt es lebensnotwendiges Wasser, wenn auch weit unten im Sand verborgen. Versenke dich jetzt tief in dein Inneres und finde dort deine Wahrheit. Lass dich vom Göttlichen tragen, während du zur wahren Quelle der Weisheit findest, wonach immer du dich auch erkundigen magst. Du wirst in deiner gegenwärtigen Lebenslage nicht die Antwort finden, solange du dich an der Oberfläche der Dinge aufhältst und nicht bereit bist, die wirkliche Arbeit auf dich zu nehmen, die dich tief in dein Inneres führt. Diese Zeit mag dir äußerlich betrachtet vielleicht sehr unproduktiv vorkommen, aber der Schein kann trüben. Der Ort, an dem du dich jetzt befindest, ist für dich von größter Bedeutung, weil du an ihm entdecken kannst, was wirklich für dich das Richtige ist. Die Avalon und Camelot Karte. Excalibur. Kann ich den Text so lesen? Die Wahrheit ist zuweilen scharf wie die Klinge eines Schwertes, aber sie ist unumgänglich. Auf dem Weg der Freiheit finde deine eigene Wahrheit. Das heilige Schwert Excalibur kann durch die Welten und Dimensionen wandeln. Es gibt mehrere solcher heiligen Objekte, die ihren Ursprung nicht in unserer Welt haben. Diese heiligen Gegenstände basieren die Schleier, weil sie zu einer bestimmten Person wollen
oder auch gehören. Sie überbringen eine angenehme Energie, also einen Segen. Excalibur kam zu Artus, um ihn unbezwingbar zu machen und den alten Glauben zu schützen. Nur durch sein eigenes Blut konnte er bezwungen werden, durch die Hand seines Sohnes. Der Lauf unserer Geschichte hat die Schleier zwischen den Welten dichter werden lassen. Einige hundert Jahre konnte kaum etwas diese Schleier durchdringen. Doch jetzt ist der Beginn einer neuen Ära, die Schleier werden wieder lichter. Du bist einen Gegenstand, der eine hohe Segnung in sich trägt. Schließe deine Augen und rufe diesen Gegenstand. Es ist vielleicht ein Stein, ein Dolch oder ein Kelch oder vielleicht auch ein Gewand oder eine Krone. Der erste Gedanke ist immer der, der dem Herzen am nächsten ist. Das Herz ist die Kammer der Wahrheit. Möglicherweise ist dieser Gegenstand nicht direkt bei dir. Vertraue dir, du wirst ihn finden. Aktiviere ihn, nimm ihn in deine Hände, nimm ihn zurück zu dir und bete zur geistigen Welt. Spüre die Liebe und die Kraft, spüre den Segen, der darin liegt, und erkenne dadurch deine Aufgabe im Jetzt. Wow. Passt ja, ne? Excalibur, Artus Saga, ja, und Irlandstein. von Irland, zauberhaft. Die Affirmation zu der Karte ist: Ich bin bereit, mich selbst zu sehen und empfange den höchsten Segen jetzt. Ich bin bereit, mich selbst zu sehen und empfange den höchsten Segen jetzt. Und vom Usun-Tarot, ein Trumpf, die innere Stimme. Toll. Ist auch die, ja, den anderen Tarot ist jetzt, nee, stimmt nicht. Hätte ich jetzt was Falsches gesagt, sorry. Die innere Stimme spricht nicht mit Worten, sondern in der wortlosen Sprache des Herzens. Sie ist wie ein Orakel, das nur die Wahrheit sagt, wenn sie ein Gesicht hätte. Sähe sie aus wie ein Gesicht in der Mitte dieser Karte, wach, aufmerksam und fähig, Licht und Dunkel anzunehmen, was die beiden Hände mit dem Kristall symbolisieren. Der Kristall steht für die Klarheit, die wir finden, wenn wir Dualität überwinden. Die innere Stimme kann auch spielerisch sein. Sie taucht tief in die Gefühle ein und steigt wieder zum Himmel empor, wie die beiden Delfine, die im Wasser des Lebens tanzen. Die Mondsichel verbindet sie mit dem Kosmos. Die grünen Blätter auf ihrem Kimono stehen für die Verbindung mit der Erde. Manchmal hören wir zu viele Stimmen, die uns hin und her zerren. Aber unsere Verwirrung mahnt uns in solchen Situationen, Stille und die Mitte in uns selbst zu suchen. Nur dann können wir unsere eigene Wahrheit hören. Wenn du deine Wahrheit in dir selbst gefunden hast,
gibt es für dich in der ganzen Existenz nichts mehr zu finden. Die Wahrheit wirkt durch dich. Wenn du die Augen öffnest, öffnet die Wahrheit ihre Augen. Wenn du die Augen schließt, schließt die Wahrheit die Augen. Das ist eine großartige Meditation. Wenn du diese Technik verstehst, brauchst du nichts zu tun. Alles, was du tust, ist Wahrheit. Du gehst und es ist die Wahrheit. Du schläfst und die Wahrheit ruht. Du sprichst und die Wahrheit spricht. Du bist still und die Wahrheit ist still. Das ist eine der einfachsten Meditationstechniken. Ganz allmählich reduziert sich alles auf diese einfache Formel. Dann brauchst du keine Technik mehr. Bist du einmal geheilt, wirfst du die Meditation fort. Wirfst du die Medizin weg, dann lebst du die Wahrheit lebendig, strahlend, zufrieden, glücklich. Wie ein Lied, das du dir selbst singst. Dein ganzes Leben wird zum Gebet ohne Worte. Besser gesagt, es wird zur Andächtigkeit, zur Anmut und Schönheit, die nicht von dieser Welt sind. Zum Lichtstrahl, der aus dem Jenseits in die Dunkelheit der Welt dringt. Schön. Kommen wir zur zweiten Legung. Oh, Siegfried, der Mut. Hallo, wieder aufgestanden. Mythos. Die Gestalt des Drachentöters findet sich in den Epen- und Heldenliedern verschiedener europäischer Länder. Er gilt bis heute zweifelsohne als der strahlende Held schlechthin, der tapfere und unbesiegbare in die Welt hinauszieht. Allgemein. Als Person finden wir hier den angriffslustigen jungen Heißsporn und die stürmische Amazone. Oder die stürmische Amazone. Die in ihrer Begeisterungsfähigkeit und ihrem ungestümen Auftreten manches Strohfeuer zu entfachen wissen. Der innere Erddrache ist erwacht und begierig darauf, sich ins Leben zu stürzen. Dafür braucht es Mut und Eier in der Hose. Wenn sich in der Welt zu behaupten ist, meist ein leichtes Unterfangen. Nur im Kampf gegen die Drachen von außen erlernen wir, dass diese Feindbilder immer ein Spiegel und somit Teil unserer eigenen Person sind. Diese Erkenntnis allein reicht allerdings nicht aus, um eine bevorstehende Auseinandersetzung zu verhindern, sondern gestattet uns lediglich die Freiheit, ob wir kämpfen wollen oder nicht. Es gilt das Motto, viel Feind, viel Ehre. Beruflichen? Oh, auf dem Kopf. Hagen, hier haben wir den Verrat. Na, den sehen wir nicht so gerne. Mythos. Hagen ist die rechte Hand von Gütig Gunther. Nachdem sich die Dinge in Burgund immer weiter zum Schlechten hinwenden, tötet er den Störenfried Siegfried aus dem Hinterhalt. Beruf?
Die Karte kommt meist als Warnung. In der Geschäftswelt laufen wir Gefahr, Opfer von Betrug, Kollegenmobbing oder unlauteren Machenschaften zu werden. Ebenso ist von Geldspekulationen abzuraten. Die Liebe. Hier haben wir die Winterzeit. Gylfi, die Suche. Du wirst aber auch fündig. Ja? Die Suche ist nicht vergebens. Mythos. Als die kalte Fluten des Ureisstromes aus Niflheim auf den heißen Lavastrom aus Nuspelheim treffen, entsteht Ymir, Stammvater aller Riesen. Später wird er von den Göttern zerteilt, der aus seinen Gliedern die Welt erschaffen. Beziehung. In unseren Beziehungen steht die Karte für alte, unerlöste Gefühlsmuster oder seelische Blockaden, die einst durch Verletzungen oder tiefe Enttäuschungen entstanden sind und nun uns oder unser Gegenüber kalt, herzlos haben werden lassen. Verhärtete Fronten und das Abkühlen einer Verbindung, die möglicherweise einst von tiefen Gefühlen geprägt war, sind die Folge einer Haltung, die nicht mehr wirklich in Beziehung gehen will. Sind wir momentan auf Partnersuche oder fühlen uns alleingelassen? Sind dafür meist unsere eigenen Widerstände verantwortlich, die Furcht, tiefere Gefühle zuzulassen, weil wir einen Kontrollverlust befürchten, verhindert eine ehrliche Öffnung und Zuwendung zu unseren Mitmenschen. Also das Problem hängt an dir, ne? Dass du dich hier zurückziehst. Aber ist auch so ein bisschen der Eremit. Du machst du dich auch auf die Suche. Welche Tarotkarte wäre Vetterchen Frost? Wäre das Märchen? Ja, der Teilaspekt des Gehängten und des Eremiten, ja. Also wenn der Eremit sich hier zurückzieht, und dann hat das auch einen sehr guten Grund, sich hier auch seine Gedanken zu machen, seine Grundsätze neu zu setzen oder gucken, ob sie überholt sind oder nicht. Und ja, das ist immer auch so ein Wachstum, auch mal die andere Seite zu sehen oder auch aus der Vogelperspektive, ja. Wenn dir der Trubel hier vom Fasching einfach zu viel ist und sich einfach zurückzuziehen, das ist okay. Dann brauchst du einfach diese Zeit. Du hast den Kater nicht. Oder vielleicht hast du zu viel gefeiert und sagst dir, oh, der Rest des Monats bleibe ich zu Hause. Fertig, aus. Okay. Schauen wir mal weiter. Welche Karte haben wir denn hier? Zu Hause. Scheint auch sehr harmonisch zu sein. Ja, die Regenbogenfarben am Fenster. Also es kommt definitiv Licht herein. Machst dir zu Hause gemütlich. Und ja. Du fühlst dich wohl in deiner Haut und weißt, wo dein Platz ist. Die Zeichen stehen für dich jetzt auf Friede. Sicherheit, Geborgenheit, Zugehörigkeit und all die anderen Eigenschaften, die wir mit dem Begriff Zuhause verbinden. Diese Karte lädt dich dazu ein, das Gefühl zu erleben, in dir selbst getragen zu werden und dein Leben in Geborgenheit zu führen.
was auch immer um dich herum geschieht. Jetzt ist die Zeit, dich nach einem Kreis gleichgesinnter Menschen umzusehen oder auch nach einem einzelnen Menschen, der dir das Gefühl von Heimat gibt. Heimat bedeutet Liebe und Liebe umgibt dich jetzt überall. Wie immer deine Frage lauten mag, du bist, wo du sein sollst und du wirst großes Nutzen daraus ziehen, auf deinem jetzigen Weg weiterzugehen. Gleichgültig, wohin er führen mag, Heimat wird immer mit dir sein, denn sie ist in deinem eigenen Herzen. Deine Avalon-Karte. Schauen wir mal, was wir hier haben. Oh, die Eiche und der Text. In der Stille deines Herzens findest du einen ungeahnten Schatz. Nur Mut, hebe ihn hervor. Wow. Der Mitte, also bist du fast eher, wandelst du dich gerade zu einem Merlin oder einem Schamanen? Machst du dir gerade deinen Merlinsstab? Die Eiche ist der Baum des Merlin, der Baum der Druiden, die zu ihrer Zeit auch Herren der Feuereiche genannt wurden. Doch ist dieser Baum von jeher auch der Baum der Könige gewesen, der magisches Wissen in uns erweckt und unsere Herzen reinigt. Die Eiche ist der Baum des Triumphes, der Stärke und der Beharrlichkeit. Der runde Tisch Arthurs wurde aus Eichenholz gezimmert. Und die heiligen Männer, die Druiden, haben sich für Versammlungen und für ihre heiligen Riten im Eichenwald eingefunden. Die Eiche schenkt keine ausgelassene Lebensfreude, sondern Stille. Die Eiche schenkt dir die Erkenntnis, dass in der Stille deines Herzens ein magischer Schatz verborgen liegt. Nur in der Stille deines Herzens kannst du deinen Seelenweg erkennen. Nur dort findet Einweihung statt. Die Eichen rufen dich, gehe zu ihnen und meditiere. Lege deinen Kopf an eine Eiche und gebiete deinen Gedanken zu schweigen. Lasse die königliche Energie der Eiche in deine Aura, in deinen Körper einfließen. Sie schenkt dir Kraft, Ausdauer und Mut. Die Affirmation: Mein Herz ist der stille Tempel der Wahrheit und der Magie. Mein Herz ist der stille Tempel der Wahrheit und der Magie. Deine Karte von Oswun 10 Tarot. Durchbruch. Wow, noch eine Trumpfkarte. Puh. Sprengst du vielleicht auch die Fesseln der Seele hier, so die, raus hier, Durchbruch. An der vorherrschenden Farbe Rot sieht man auf dieser Karte gleich, dass es hier um Energie, Macht und Stärke geht. Das strahlende Leuchten kommt aus dem Solarplexus oder Kraftzentrum dieser Gestalt, die dynamisch und entschlossen wirkt. Wir alle erreichen gelegentlich einen Punkt, wo wir denken, genug ist genug. In solchen Momenten haben wir das Gefühl, irgendetwas tun zu müssen, auch wenn es sich später
als Fehler herausstellt. Wir wollen alten Ballast abwerfen, der uns einschränkt und behindert. Wenn wir es nicht tun, drohen wir zu ersticken und unsere Lebensenergie verkrüppelt. Wenn dir jetzt klar ist, dass es genug ist, gehe das Risiko ein, deine alten Muster und Grenzen zu sprengen, die deine Energie am Fließen gehindert haben. Du wirst staunen, wie viel Lebensenergie und innere Kraft so ein Durchbruch in deinem Leben bringen kann. Zusammenbrüche in Durchbrüche zu verwandeln, ist die einzige Funktion des Meisters. Der Psychotherapeut kann nicht nur zusammenflicken, das ist seine Funktion. Er ist nicht dazu da, um dich zu transformieren. Er braucht mit der Physiologie die Psychologie des Buddhas. Ein Zusammenbruch bewusst zu erleben, ist das größte Abenteuer des Lebens. Es ist auch das größte Risiko, denn es gibt keine Garantie dafür, dass aus dem Zusammenbruch ein Durchbruch wird. Es geschieht, aber dafür gibt es keine Garantie. Dein Chaos ist uralt. Du lebst seit vielen, vielen Leben im Chaos. Es ist so dicht und undurchdringlich, dass es schon fast ein Universum in sich ist. Wenn du mit deiner kleinen Kraft in dieses Chaos gehst, besteht natürlich Gefahr. Doch wer sich dieser Gefahr nicht stellt, kann niemals ein Individuum werden, kann nie unteilbar und integriert sein. 10. Der Meditation hilft dir, durch das Chaos, durch die dunkle Nacht der Seele zu gehen und dabei ausgeglichen, diszipliniert und wach zu bleiben. Die Morgendämmerung ist nicht mehr fern. Doch bevor du sie erblickst, musst du durch die dunkle Nacht hindurchgehen und je näher die Dämmerung kommt, desto dunkler wird die Nacht. Wow. Wir haben das Schwert von Artus. Wir haben die Steigerung, die in den Eremit, mitunter der König, ja, der Merlin, der hier zum Meister wird, Durchbruch schafft. Toll. Kommen wir zur dritten Legung. Allgemein. Oh, Ask und Embala. Der Ursprung. Wird es ein sehr erotischer Monat für dich? Mythos. Das erste Menschenpaar wird von Göttern aus Holz geschaffen, welches diese am Strand vorfinden. Sie hauchen den beiden Leben und Geist ein und geben ihnen Midgard als Heimat. Allgemein, Ask und Embala verkörpern den Ursprung des menschlichen Seins und damit alles Wesentliche. Es geht dabei um jenen Urzustand, in dem sich unsere Vorstellungen und Werte vielleicht einmal befunden haben. Vieles verändert im Laufe der Zeit sein Gesicht oder verkehrt sich sogar gänzlich ins Gegenteil.
Damit fordert die Karte uns zur Selbstbetrachtung dessen auf, wann die hier angesprochene Angelegenheit ihren Anfang genommen hat. Damit wir nicht nur Symptome behandeln oder in plumpen Schuldzuweisungen hängen bleiben, lohnt es sich zuweilen, die Wurzel aufzuspüren, an denen sich meist auch die Lösungen für entstandene Probleme finden lassen. Ebenso kann die Karte aber auch für einen Neubeginn stehen, da wir nun das nötige Selbstvertrauen und die dazugehörige Kraft verspüren, um Dinge anzugehen, die wir vielleicht schon lange Zeit vor uns hergeschoben haben. Dazu passend ein Zitat von Ernst Ferstel: Bevor unsere Träume Früchte tragen können, müssen sie in der Wirklichkeit Wurzeln geschlagen haben. Ja, das wäre schon sinnvoll, ne? Schauen wir mal das Berufliche an. Eir, die Heilung. Mythos, Vali ist ein Sohn Odins und der Riesin Rind. Nach seiner Geburt gilt sein einziges Interesse, den Tod seines Bruders Balder zu rächen. Hey, sorry, ich bin verkehrt. Das kann ja nicht sein. Hier, Eire, die Ärztin unter den Assen. Ihr Wohnsitz ist auf dem Berg der Heilmittel und Heilpflanzen, Lütjaberg. Alle kranken Menschen, die ihren Berg aufsuchen, werden von ihr geheilt. So, jetzt stimmt's. Beruf. Sind wir in unserem Tätigkeitsfeld überfordert, gilt es, die Hintergründe zu beleuchten, warum wir uns in diese Situation gebracht haben. Was sind die fehlenden oder überflüssigen Faktoren, um die Dinge, Motivation wieder in Fluss zu bringen? Sind die Wurzeln erst einmal faulig oder vergiftet, wird es oft schwierig, den Stamm zu retten, sodass es einmal besser ist, diesen zu kappen, den alten Zahn zu ziehen, bevor der Krankheitsherd sich weiter ausbreitet und auch noch sein Umfeld in Mitleidenschaft zieht und schwächt. Je nach Fragestellung kann Eire auch ein Hinweis darauf sein, dass jetzt der günstige Zeitpunkt gekommen ist, um mit einer sozialen Tätigkeit zu beginnen, die der Gemeinschaft zugute kommt. Okay. Und Liebe und das Zwischenmenschliche. Wir haben hier Gerda. Die Verlockung. Mythos. Gerda ist ein wunderschönes Mädchen aus dem Geschlecht der Bergriesen. Der Gott Freya verliebt sich rettungslos in sie, doch erst nach hartnäckiger Werbung willigt sie darauf ein. Beziehung. Unsere Sinne werden mit einer besonderen Verlockung konfrontiert. Verlockung steht hier jedoch nicht für bösartige Verführung, der wir um jeden Preis widerstehen sollten. Sie zeigt uns vielmehr eine Angelegenheit, die uns das Leben versüßt, deshalb aber nicht ohne Konsequenzen bleiben muss. Meist handelt es sich um einen Flirt oder eine frisch entflammte Leidenschaft,
die unsere Gedanken und Taten beflügelt. In einer bestehenden Partnerschaft stehen die Chancen für eine Vertiefung der Beziehung jetzt besonders gut, da der Schößling den nötigen Boden zu Hause für sein Wachstum gefunden zu haben scheint. Aha. Okay, das freut mich. Das Feld der Träume. Die Ostereier. Die Schmetterlingen. Ja. Mit deinen Gedanken, Träumen und Überzeugen aktivierst du jederzeit die ganze Fülle deines Potenzials. Sind deine Träume deine eigenen oder die Wahrheit die eines anderen? Jagst du dem Geld hinterher, dem Besitz, dem Prestige? Stellst du Sicherheit über Erfüllung? Spielt in deinem Erfolgsstreben der Wunsch nach Anerkennung eine große Rolle? Das ist der rechte Zeitpunkt, um deine Träume, Begabungen und deine Bereitschaft, ein Gefäß für Inspiration und Kreativität zu sein. Einer Prüfung zu unterziehen, fürchte dich nicht, das Feld der Träume zu betreten, denn du kannst hier jederzeit den Boden bereiten, um Neues und Besseres anzubauen. Die Natur findet immer einen Weg, sich selbst zu korrigieren, wenn du zum authentischen Handeln bereit bist. Die Kraft, etwas zu schaffen, ist in dir. Okay, kommen wir zur Avalon und Camelot Karte. Jetzt bin ich richtig gespannt, was. Oh, hier, ja. Das Ritual. Oh, ich muss weiter vor, sonst sehe ich nichts. Erkenne den Segen und die Macht der gesprochenen Worte. Übe dich im Sprechen von Gebeten und befreie dich selbst. Das ist ein 21-tägiges Ritual. Ihr könnt hier auch mit, da die blaue, also bei den ersten zwei grüne Farbe so dominant hier, auch die Chakra-Farbe, die Farben der Chakras mit rausnehmen und damit arbeiten. Schenke diesem Thema in Zukunft mehr Beachtung. Vollziehe Rituale. Auch ein Gebet ist ein Ritual. Es gibt in deinem Leben jetzt ein Thema, eine Veränderung steht an. Doch unsere eigenen inneren Verhinderungsstrategien sind unglaublich moderne und ausgeklügelte innere Programme. Diese Programme sind mehrfach gesichert und daher nur schwer zu lösen. Aber mit einem gezielten Ritual hast du die Möglichkeit, diese Programme zu umgehen. Ich gebe dir ein Ritual, nutze es über 21 Tage, jeden Tag, immer zur gleichen Uhrzeit. Zünde eine Kerze an, knie nieder, atme 2 oder 3 Atemzüge blaues Licht ein und aus. Zeichne das Pentagramm vor dich in die Luft, beginne oben an der Spitze, ziehe die erste Linie nach rechts unten und vollende es von dort aus, dann sprich mit positiven Worten deinen Wunsch,
Zeichne drei übereinander liegende Wellenlinien als Symbol für Fruchtbarkeit vor dir in die Luft. Ziehe dann drei gerade übereinander liegende Linien als Symbol für Schöpferkraft und dann sprich die magischen Worte: Mit der Macht der Magie erschaffe ich. Setze hier noch einmal das Thema ein, wie zum Beispiel die Freiheit oder die menschliche Liebe, und passe den Rest des Satzes wie folgt an: In mir, in meinem Leben. Frei fließt mein Geist, frei fließt meine Macht, es ist vollbracht, so sei es. Rituale sind mächtig, so wie dein gesprochenes Wort immer mächtig ist. Setze jetzt nur noch eine klare Absicht dahinter, deinen tiefen Glauben, und sprich den magischen Satz mit Kraft, dann werden deine Träume wahr. An dieser Stelle ist das Ritual die Affirmation. Von Osuzen Tarot haben wir hier vergangenes Leben. Die Hände der Existenz haben die Form der weiblichen Geschlechtsteile, der Öffnung der kosmischen Mutter. Darin sind viele Bilder, Gesichter aus anderen Zeiten zu sehen. Es mag unterhaltsam sein, über interessante frühere Leben zu spekulieren, aber das ist nur eine Zerstreuung. Eigentlich geht es darum, die karmischen Muster unserer Leben zu sehen und zu verstehen und ihre Wurzeln in einem sich endlos wiederholenden Zyklus zu erkennen, der uns in unbewussten Verhaltensweisen gefangen hält. Die Regenbogenfarben Salamander auf beiden Seiten stehen für Wissen und Nichtwissen. Sie sind die Wächter des Unbewussten und sorgen dafür, dass wir vorbereitet sind, Dinge zu sehen, die uns sonst zu sehr erschüttern könnten. Ein Blick in die Ewigkeit unserer Existenz ist ein Geschenk, und die Funktion von Karma in unserem Leben zu verstehen, ist keine Sache des Willens. Diese Karte ist ein Weckruf. Die Ereignisse in deinem Leben versuchen, dir ein Muster zu zeigen, das so alt ist wie die Reise deiner Seele. Das Kind kann nur dann bewusst werden, wenn es in seinem früheren Leben genug meditiert hat, genug meditative Energie gesammelt hat, um mit der Dunkelheit zu kämpfen, die der Tod bringt. Man sinkt einfach in Bewusstlosigkeit und findet dann plötzlich einen neuen Mutterleib, wobei man den alten Körper vollkommen vergisst. Es findet ein Bruch statt, der Bruch entsteht durch diese Dunkelheit, diese Bewusstlosigkeit. Im Osten hat man hart daran gearbeitet, diese Grenzen zu durchbrechen, und die Arbeit von zehntausenden Jahren war nicht umsonst. Jeder kann in ein oder viele frühere Leben zurückgehen. Aber dafür musst du tiefer in Meditation sein, aus zwei Gründen. Wenn du nicht tiefer gehst, kannst du die Tür zu einem anderen Leben nicht finden. Zweitens musst du tief in Meditation sein, da die Erinnerungen deinen Geist überfluten. Es reicht ja schon, ein Leben mit sich herumzutragen.
Jedes einzelne Leben ist ein Lernprozess. Und man verbessert sich von Leben zu Leben. Gewisse Haltungen, Erfahrungen. Sie wiederholen sich immer wieder. Aber man hat immer dazugelernt und weiß genau, dass man sein Ziel erreicht hat, dass es sich gelohnt hat. Wenn du dich an gewisse früheren Leben erinnerst, weißt du auch, dass du immer etwas dazulernst. Es gibt Menschen, die legen von Leben zu Leben schlechte Gewohnheiten ab. Oder werden durch die Entwicklung der Menschheit, den Fortschritt, so eingekesselt, dass sie da dies, ja, dass es nicht so bunt treiben können, wie sie es mal taten. Okay, kommen wir zur Ja-Nein-Vielleicht-Frage. Ich finde, dass der Monat Februar ist für euch ziemlich spirituell, habe ich den Eindruck hier. Sehr interessant. Sehr still. Ist der Magier in den anderen Tarots, ja? Die zwei. Da bin ich mir nicht sicher. Ich leg mal die Karten aus. Ihr könnt ja in der Zeit euch eine Frage ausdenken. Ach ja, genau. Also, das wäre eigentlich in den anderen Tarots der Magier. Hier haben wir die Gerechtigkeit und hier der Mond, also auch die Gefühle. Ich finde es sehr interessant, wie hier durch ja Sehen und auch durch Meditation, das ist ja nicht so, wie wenn man jetzt, man guckt ja nicht wirklich in die Zukunft, man guckt nicht wirklich in die Vergangenheit, aber man ist so in dem Hier und Jetzt, also richtig, richtig toll. Ja, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr fasziniert es mich. Auch so gewisse Ängste loslassen, ja. Du schaffst auf jeden Fall deinen Durchblick und hier als Magier, du warst ja nah und die Entschlusskraft, den Glaube, bewusste Wahrnehmung und Handeln, hier kommst du heraus aus dir. Okay, ich löse auf. Oh, nein. Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Ja. Ich habe natürlich jetzt auch mitgeraten, ne? Also hier wollte ich eigentlich eine Antwort haben, ne? Aber so richtig habe ich die jetzt nicht, ne?
Und die wollte ich definitiv nicht. Und das hat eher was mit der Vergangenheit zu tun. Naja, gut, okay. Gröbel, gröbel und studier. Okay, man kann nicht alles, nicht alle Bücher wälzen und lesen. Das Leben ist einfach ein Handeln. Eine Aktion greift in die nächste Aktion. Jeder Tag ist anders. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Februar, dass eure Wünsche sich erfüllen. Tschüss.